Hallo, mein Name ist Chris Strobel und ich zeige euch heute, wie wir Bubble dazu bringen, wenn wir eine Webseite scrollen, dass Animationen passieren. Ihr kennt das sicherlich von vielen Seiten und ich zeige euch heute, wie das auch im Bubble geht. Wir haben bereits einige Elemente fertig. Ich zeige euch das mal im Elements Tree. Wir haben hier eine Floating Group. Dann haben wir das große Bild. Wir haben hier eine Zeile mit Bild und Text und eine Separator Linie. Ja, wir legen direkt mal los und nehmen jetzt die Floating Group Header und wir legen hier ein Conditional fest. Nämlich, wenn Current Page Scrolling Position ist größer und ich habe das vorher schon ausprobiert, das probiert man am besten immer aus im Preview und kann das dann auch definieren, was die richtige Zahl ist. Aber wenn es größer 636 Pixel ist, dann ist der Background Style eine Flat Color und die Background Color ist weiß. Anschließend nehmen wir nun hier diesen Kreis, machen wiederum und machen die Background Color in dieses Blau. Das gleiche machen wir nur beim Text. Hier können wir Copy Conditional Formatting und nehmen nun die Font Color ebenfalls in diesem Blau. Und schließlich, wir kopieren nochmal das Conditional Formatting, pasten das und ändern hier auch die Icon Color in Blau. Das heißt, den ersten Teil haben wir schon fertig. Wenn wir jetzt auf Preview gehen, dann sehen wir zunächst, ist es transparent und wir scrollen und plötzlich ändert sich hier die Background Color auf weiß und die Farben auf blau. Und anschließend kümmern wir uns noch um diese Gruppe. Wir gehen einmal auf die Group Image. This element is visible on page load deaktivieren. Und wir gehen einmal in die Gruppe Text und machen ebenfalls This element is visible on page load deaktivieren. Wir gehen jetzt in den Workflow und sagen General, when condition is true, Current Page Scrolling Position ist größer 300, dann Element Actions Animate und wir nehmen die Group Image und wir können nun hier in verschiedenen Animationen auswählen und wir wählen No Bounds Left In, dass sie von links kommt. Wir kopieren einmal diesen Workflow. Und anstatt Group Image wählen wir Group Text und von der Transition No Bounds Right In. Wir gehen jetzt einmal auf Preview, um uns das Ganze anzusehen. Wir scrollen und sehen nun, dass einmal eingeblendet wird, nämlich von links und von rechts. Und schließlich möchte ich noch die Hintergrundfarbe unserer ganzen Seite ändern, sobald wir hier bei diesem Separator ankommen. Unser Separator ist bei 1260 Pixel und abzüglich der Floating Group Header sind wir bei 1180 Pixel. Das heißt, ich gehe auf die Seite und mache Conditional When Current Page Scrolling Position ist größer 1180, dann bitte die Background Color auf 20% von diesem Blau. Und wir gehen noch einmal ins Preview. Und nun, wenn wir scrollen, sehen wir, wie unsere Seite sich schrittweise ändert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button und subscribt unseren Channel. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald!